2018! Zeig mir deine Karre! Kommen Sie mal mit. Wir schauen mal, wer sich hier heute in Alt-Landsberg alles eingefunden hat, weil wir haben ja einen Anmelderekord, wie gesagt. Anmelderekord, 230 Nennungen, das ist die Spitzenklasse. Und da muss man natürlich drüber sprechen. Da muss man auch mal schauen, wer hier sich angemeldet hat. Zeig mir deine Karre! Wir sind jetzt hier bei den Berlin Sharks und wir warten auf den Pressesprecher. Mit dem müssen wir reden. Jens, der Ansprechpartner. Jens Konradi, Heizung Sanitär. Man muss ja auch mal den Sponsor nennen, der eigene Sponsor. Jens, wie läuft's für euch heute? Gut, gut. Ja? Alles ins Ziel gekriegt, außer ein paar Schäden am Motor da drüben. Ansonsten eigentlich erfolgreich. Mit wie vielen Autos seid ihr gestartet und wie viele sind noch im Rennen? Mit vielen sind wir gestartet und zwei sind noch da. Jens, erzähl doch mal, Stocker. Was ist das Besondere am Stocker? Das Besondere? Das ist der Kick. Der Kick? Der Kick, einfach mal, wenn du über das Feld heizt, wie ein Kaputter. Dabei sein ist alles. Mal gucken, was passiert. Aber vorne ist schon was Feines. Ja. Wenn ihr gerade der Motor kaputt geht. Stocker ist für mich Familie. Stocker ist Familie, das ist ein guter Satz übrigens. Wie seid ihr zum Stocker gekommen? Also wo hat es angefangen? Wo war der Moment, wo du gesagt hast, jetzt fahre ich Stocker? Naja, eigentlich sind wir eine Schraubergemeinschaft, wo ja sein eigenes Auto mal irgendwo getuned hat, gepimpt hat oder sonst irgendwas. Und da sind ein paar dabei gewesen, die einfach Stocker gefahren sind. So bin ich dazu gekommen. Da habe ich gesagt, möchte ich auch machen, gefällt mir. Und dann haben wir ein Auto gebaut und sind losgefahren. Wann war das? Vor 10 Jahren ungefähr. Vor 10 Jahren circa. Und immer dabei geblieben? Immer dabei geblieben. Jedes Rennen bis jetzt hier. Wunderbar. Und gesund und munter, wie ja, man sieht. Alles ist alles dran und noch tut nicht weh. Wunderbar. Im Alter ist ja so eine Sache, dann mal mit dem wehtun. Naja, gut, okay. Ab 40 wisst ihr. Jetzt hier quietschen. Ich fahre auch die Rentnerklasse hier. Sieht sicher aus. Aber ihr habt doch schon ein bisschen was erlebt, sehe ich hier. Am Samstag war wohl schon was los. Es ist schon ein bisschen kalt verformt hier, ja. Wollen wir mal kurz schauen hier? Ja. Berlin Sharks, die lassen nichts anbrennen, die gehen mal richtig rein oder andere sind richtig drin gegangen. Was war da los? Naja, ein bisschen gekuschelt. In der ersten Kurve. Kuscheln, ja. Stocker ist auch Liebe, müsst ihr wissen. Was würdest du Anfängern raten, wenn jetzt jemand Stocker fahren möchte? Was sollte der beachten? Ja, ich würde erstmal klein anfangen. 75 PS, so wie hier unser. Ach nee, das ist gerade nicht da, aber der Corsa. 75 PS, klein anfangen und nicht hier gleich auf die großen. Das bringt nichts. Das ist nicht so. Nee, hier fährt sich jeder Jugendliche mit tot mit so einem Ding. Ja. Nee, aber so kleine Klassen kannst du da gut anfangen. 75 PS, Jugendklasse, wunderbar. Ja. Passt. Das heißt, wie kommt man denn an ein Auto ran? Mit einem Sponsor. Konradi? Entweder Papa, da haben wir ja auch einen Papa-Sponsor, hier haben wir auch da, der seinem Sohn das alt aufbaut. Oder eben halt hier, wie bei ihm, dass eben halt ein anderer ihm das dabei hilft. Ja. Weil alleine können sie das ja nicht stemmen, geht ja nicht. Wie sieht es denn aus, wenn jetzt jemand sagt, ich will fahren und sucht ihr eventuell noch Fahrer? Also wenn jetzt Jungs zu euch kommen, die... Wir suchen nicht, aber wenn jemand kommt und fahren will, klar, man kann ihn unterstützen. Aber wie gesagt, da muss auch sehr viel Initiative reingesetzt werden. Was könnte man machen, damit Stocker in Deutschland noch ein bisschen populärer wird? Ich glaube, es würde schon helfen, wenn man einfach bloß Werbung macht ein bisschen. Also mehr eine Straßenschilder zum Beispiel. Weil hier ist zum Beispiel ist ja bloß immer ausgeschildert um Wegendorf rum. Aber wenn man die Schilder zum Beispiel auch in Köpenick mal hinhängen würde oder irgendwo so oder was hier so Strausberg Richtung ist, so, dann würden auch mehr Leute kommen, dann würden sie mehr Einnahmen haben und ich glaube, dann könnte auch mal ein bisschen mehr investiert werden, auch in die Strecke und so weiter. Das würde ja halt den Fahrern wieder zugutekommen. Ja. Also, wäre so meine Idee. Oder eben halt, na gut, Werbung im Fernsehen bringt nichts, weil... Nicht bezahlbar. Nicht bezahlbar und zu klein dafür eben halt. Aber so mit diesen Schildern an der Straße, die da radiopappt werden, das reicht schon völlig aus. Und das heißt, wir hätten mehr Publikum, mehr Einnahmen, man kann das nächste Jahr noch mehr Werbung machen. Ja, man kann noch mehr Werbung machen, man kann das größer gestalten, man kann hier professionellere Geräte haben noch. Also man merkt ja, wir haben uns ja, wie Kaizu, seit über 10 Jahren, es hat sich Schritt für Schritt immer gesteigert. Am Anfang standen wir hier auf dieser Wiese und hatten nicht mal Strom. Ich war hier dann Klo oder irgendwas. Ja. So, da stand sie hier. Ja. Und jetzt, wenn man sich jetzt anguckt, wie groß das Fahrerlager ist, was hier mit Professionalität hier, mit den hier Karussell und Quatsch und all das, Fressmeile und so, das hatten wir früher nie. Hat sich schon entwickelt, wa? Ja, das letzte Mal jetzt eben. Ja, hab schon gehört. Einer der ersten Teams hier. Genau. Das Team, das am längsten dabei ist. Ihr seid das Team, das am längsten dabei ist. Wir auch schon wieder geehrt werden, wie wir gehört haben, nächstes Jahr. Wir sind am längsten mit bei. Berlin Sharks, also nur mal zur Information, das Team, was am längsten dabei ist, jetzt hier in Wegendorf? Hier in Wegendorf, ja, wir fahren ja fast nur Wegendorf und Wiesenthal. Gut, dann wünsche ich noch einen guten Run hier für Sonntag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder hier, ja? Gut. Zeig mir deine Karre! Volle Hütte heute hier. Sonntag, scheint zwar nicht die Sonne, aber es regnet auch nicht, das ist der Vorteil. So, meine Freunde, wir sind beim nächsten Team und zwar bei? Bei der Crash Crew. Gut, wunderbar. Haben wir auswendig gelernt. Crash Crew, wie sieht's aus? Was verbindet euch mit Stock Car? Was macht das Stock Car Fahren besonders?
es ist halt einfach immer wieder was anderes. Also es macht halt unheimlich viel Spaß. Man kann sich immer nie wirklich darauf einstellen, was im nächsten Rennen passiert. Adrenalin, Dreck auf jeden Fall und auf jeden Fall auch Spaß. Ja. Wie seid ihr beide zum Stockcar-Fahren gekommen? Durch meinen Vater. Der ist halt auch schon jahrelang gefahren und irgendwann hat er mich dann da mal ein bisschen mit reingezogen. Und dann habe ich halt mit Buggyfahren angefangen, auch hier. Und seitdem fahre ich jetzt 8 Jahre lang schon. Und 8 Jahre schon? Ja. Geil. Und bei dir, wie war das? Ich bin durch ihn dazugekommen, weil wir waren zusammen in einer Klasse seit der 11. Und dadurch bin ich dann halt auch mit dazugekommen und habe dann mit dem hier angefangen. Der hier. Und mit dem bist du das erste Mal gefahren? Aha, Nostalgie sozusagen. Und wie war das erste Mal? Aufregend auf jeden Fall, ja. Und nicht ganz so einfach und auch nicht so lange. Erste Kurve war vorbei. Wo ging es? In den Wall? Oder wo? Auf den Wall rauf und dann aufgesetzt und nicht mehr runtergekommen. Findet man euch auch in den sozialen Medien? Ja, bei Instagram unter die_crashcrew und da findet man uns direkt. Okay, schauen wir mal rein. Stockcar in Deutschland könnte ja noch ein bisschen mehr Werbung hier brauchen. Also man könnte ja Stockcar in Deutschland sicherlich noch ein bisschen populärer machen. Was könnte man eurer Meinung nach machen, damit man mehr Leute noch ranzieht ans Stockcar-Fahren? Na, Werbung ist alles. Also man müsste halt das einfach ein bisschen rumsprechen. Gerade die Medien heutzutage, Instagram, Facebook, alles Mögliche, da kann man so viel machen und so viele Leute rankriegen. Und darüber würde ich es halt weiter versuchen. Du sagst also über die sozialen Netzwerke ein bisschen mehr pushen. Was sagst du? Ich würde auch Straßenplakate machen und auch Radiodurchsagen würde ich auch machen. Für die, die nicht ganz so dabei sind bei Facebook und Instagram und können ja auch alle herkommen. Was würdet ihr Anfängern raten, also die jetzt das erste Mal sich mit Stockcar auseinandersetzen, die selber fahren wollen, worauf sollten diese Anfänger achten? Also auf jeden Fall sich jemanden suchen, der ein bisschen davon Ahnung hat, gerade mit der Materie, was Metallbau und sowas angeht, damit die vernünftige Käfige drin haben, nicht dass dann wegen der Bauweise irgendwie was passiert. Es gibt zwar auch die technischen Abnahmen, aber sicher gehen sollte man trotzdem immer und ja, auf jeden Fall eine erfahrene Person suchen und sich an der ein bisschen wenden, so wäre das. Sicherheit ist das A und O, ja? Genau. Ja, definitiv. Ich würde auch mit einem kleinen Auto anfangen, also weniger motorisiert mit maximal 100 oder so und dann sollte es eigentlich laufen. Ja, das heißt, und sucht ihr noch Nachwuchsfahrer? Also wie ist es, wenn jetzt jemand zu euch kommt, sagt, ich würde bei euch gerne mitfahren? Ja, so jetzt im Prinzip nicht. Das ist halt mehr so freundschaftlich und Familiending bei uns. Ja. Und so wollten wir das auch erstmal halten. Alles klar. Aber Tipps kann man bei euch abholen? Ja, das immer, klar. Okay. Stockcar ist Familie, würdest du sagen? Definitiv. Okay. Wunderbar. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Lauf heute. Danke. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Zeig mir deine Karre! So, wir sind jetzt hier bei dem Team, was wahrscheinlich den kürzesten Anreiseweg gehabt hat, und zwar beim Team Wegendorf. Ich grüße dich, das ist okay. Der Frank, ne? Genau, Frank. Grüß dich, Frank. Sag mal, mit wie vielen Autos seid ihr heute hier am Start? Mit 9. 9 Autos. Und fahren Sie jetzt auf den Sonntag noch? Ja, außer der, jetzt ist Dreieckslenker gebrochen, aber sonst laufen alle Autos. Ist eine gute Quote, wenn 8 Autos von 9 noch fahren. Ja. Wunderbar, das heißt, mechanisch habt ihr drauf. Ja, müssen wir ja, sonst wären wir ja nicht so gut bei. Das war. Was ist das Besondere am Stockcar-Fahren? Erstmal in so ein Auto erstmal drin zu sitzen, das ist schon erstmal das Geilste. Und so ein Auto sich selber aufzubauen, das wissen manche Leute ja nicht, was das für Arbeit macht. Und dann noch nach vorne noch mitzufahren und gut dabei zu sein, das ist das Geilste am Stockcar. Wie bist du denn mal zum Stockcar-Fahren gekommen? Ja, das war eine gute Sache gewesen. Da bin ich mal hierher gekommen, 2011 zum Gucken. Und da hat mein Kollege hier, Andreas Diekmann, der Bauer, mit seinem Kumpel hier gefahren, mit 2 Autos. Und da haben sie mir mitgenommen als Schrauber. Da habe ich gedacht, na klar, die gute Sache, als Schrauben kann ich, mache ich gut mit. Und das andere Team daneben, was hier war von der Küste oben, hat ein Auto verkauft, einen alten BMW, der total im Arsch war, aber das Herz, das hat noch gesummt. Da habe ich gedacht, den kaufe ich für 200 Euro und 2012 bin ich mitgefahren. Direkt los, auf die Strecke? Ja. Und? Die hat sich ja gebaut und dann bin ich losgefahren. Und was war das für ein Gefühl, das erste Mal Stockcar fahren? Ja, ist ein gutes Gefühl, aber man muss sich erstmal rinfuchsen. Man kann nicht sagen, ich fahre jetzt Stockcar. Das geht ja nicht. Man muss mit einem Auto umgehen können, das ist es. Und das lernt man dann von Rennen zu Rennen? Ja, du lernst ja jedes Jahr mehr. Ja. Ja. Was würdest du denn Anfängern empfehlen, wenn die sich jetzt das erste Mal reinsetzen oder wenn die sich überhaupt für Stockcar interessieren und wollen selber mal fahren? Was sollte man als erstes beachten? Naja, erstmal beachten, dass das Auto in Ordnung gebaut wird, richtig fachomell gebaut wird und dann nicht gleich so groß ist. Klein anfangen. Ja. Und dann kann man sich ja immer steuern. Habt ihr gehört, das hier ist das Fahrzeug mit der höchsten Leistung? Was haben wir hier zu stehen? Das ist ein Honda Civic, den habe ich mir gekauft aus Rhein-Westfalen geholt mit 230 PS. Aber die Vorderachse macht immer nicht so viele mit, weil die PS-Zahl auf der Vorderachse ist. Der hat kein Allrad und mit denen fahre ich eine Allradklasse mit.
Aber sonst ist das Auto richtig geil gebaut und geht richtig nach vorne. Wie viele Rennen bist du diese Saison damit gefahren? Vier Rennen. Also vier Rennen? Saison, überall. Ja. Komplett überhaupt? Euer Team war dieses Jahr wie oft unterwegs? Viermal. Also die viermal, genau. Ja. Nach Biesenthal, nach Barut fahren wir, oben nach der Küste fahren wir. Ja. Wenn man euch in den sozialen Netzwerken finden möchte, Facebook und Co., wo muss man schauen? Bei Facebook. Wie heißt ihr da? Na, Team Wegendorf. Team Wegendorf bei Facebook, schauen wir mal rein, lasst da mal ein Like da und dann beobachten wir mal, wie die Saison weiterläuft, oder? Und auch das. Na gut, das ist dieses Jahr das letzte Saison und dann. Wie die kommenden Jahre laufen. Und nächstes Jahr fangen wir wieder an. Wunderbar, dann viel Erfolg, Frank. Danke, danke. Und natürlich auch dem Team im Wegendorf hier. Zeig mir deine Karre! So, ich stehe jetzt hier gerade beim Team. Donica Draufgänger. Und ich werde mich jetzt mal ein bisschen beraten lassen, was der Unterschied ist zwischen Stockcar. Und Tourenwagen. Und Tourenwagen, erzähl mal. Ja, also Stockcar ist mit Rammen und rauskicken und überschlägen. Und bei Tourenwagen sollte es nicht so sein. Also da wird nicht gerammt, wird schnell gefahren, aber eben nicht mit Absicht irgendwie. Gerammt. Genau. Das heißt, man liebt sein Auto ein bisschen mehr und... Ja, also man möchte schon, dass es weiterhin aussieht wie ein Auto und nicht wie ein Brocken. Genau. Nicht wie ein Brocken. Sag mal. Das heißt, deine Karre ist die 765 hier im Hintergrund, habe ich gehört. Seit wann fährst du das? Seit dies Jahr. Dies Jahr? Mhm, genau. Und das erste Rennen war erfolgreich, oder? Ja, sehr erfolgreich. Im Juni im Biesenthal habe ich dann doch den Pokal gekriegt, Platz 2. Platz 2, ist doch schon mal nicht schlecht. Wie viel PS hat die Karre? 136. Wie lange schraubt man an so Karren, bis sie dann rennfähig sind? Bis zum Rennen. Bis zum Rennen? Vom Rennen zum Rennen, ja, also wirklich. Der Winter wird optimiert, im Winter werden die Autos optimiert, ausgebeult, irgendwelche Sachen reingebaut, die vielleicht noch ein bisschen besser sind oder natürlich Teile gewechselt. Was würdest du Anfängern raten, also wenn jemand das erste Mal in so ein Auto steigt, was sollte der beachten? Einfach erstmal geschmeidig fahren, Auto kennenlernen, Strecke kennenlernen und sich dann steigern. Nicht gleich voll Karacho fahren. Was war das beste Erlebnis bis jetzt während eines Rennens? Ja, also das beste Erlebnis war im Biesenthal, den letzten Durchlauf hatte ich Platz 1. Das war natürlich richtig geil, weil... Als wär's jetzt, gestern. Ja, nee, weil da ist man wirklich, hey, wow, du hast alle Männer abgehängt, ne? Natürlich auch nochmal so, als Frau die Männer abzuhängen, das ist dann nochmal doppelt Gewinn, oder? Und nett war eigentlich auch anzusehen, oh sorry jetzt, alle anderen Teams und alle anderen Fahrer, nichts gegen die Männerdomäne, aber die Blicke waren schon Das ist natürlich gute Promotion, wenn eine Frau gewinnt, dann trauen sich vielleicht auch mal andere Frauen ran. Ja, also ich bin sogar richtig dafür, dass wir Frauen auch mal den Männern zeigen, wo der Hammer hängt und wer den Pinsel tritt, ja. Wie ist es eigentlich, wenn man ein Auto kaputt fährt, hängt dann der Haussegen schief oder redet man noch miteinander? Also, klar würde ich wahrscheinlich blöde Blicke von meinem Mann kriegen, der ja im Vorfeld immer sagt, Jenny, fahre und wenn das Auto nicht, dann, ne? Aber ich kann es nicht, weil ich fahre wirklich so, dass ich sage, nicht im Graben, nicht überschlagen, nicht einen Reifenplatzer und trotzdem fahre ich meine 3 Runden, ist doch geil, muss Spaß machen. Also es ist nicht, also wir sind doch nicht so notgeil, was irgendwelche Pokale betrifft, ja, wir wollen hier nicht nur, wir wollen aufs Treppchen, soll echt einfach nur Spaß machen. Und für mich ist es dann halt wichtig, dass ich sage, Jens, sein Auto muss halten, wenn ich gefahren bin, möchte ich, dass er auch noch fahren kann. Ja. Das heißt, der Spaß steht definitiv an erster Stelle. An allererster Stelle. Also Spaß muss es machen hier. Egal, was du fährst, welche Klasse, wer fährt, Spaß muss es machen. Familiär, ja. Stocker ist Familie, Langstrecke ist Familie und so soll es auch bleiben. Schönen Dank, Jenny, und weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns, ja? Danke. Bis dann. Weiter geht's. Zeig mir deine Karre! Das Geile an so einem Stockcar-Wochenende ist ja auch eine kleine Partymeile, ein bisschen was essen, ein bisschen trinken und wir werden mal jetzt schauen, wo wir den besten Kaffee hier in Wegendorf bekommen. Kommt mal mit. Kaffeehaus Madeleine, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, hier, kick mal hier. Der beste Kaffee in Wegendorf, ja? Ich hätte gerne einen kleinen Kaffee. Ich habe gehört, der schmeckt hier ganz besonders gut. Das stimmt, das muss ich jetzt natürlich sagen, weil sie führt den Laden ja auch. Wir unterbrechen die Sendung für eine Werbepause. Kaffeehaus Madeleine, wenn ihr das nächste Mal in Alt-Landsberg dabei seid, dann trinkt ihr hier bitte einen Kaffee, weil ich habe jetzt freundlicherweise einen Kaffee umsonst bekommen. Ist das nicht geil? Aber nicht, dass er denkt, dass hier jeder einen Kaffee umsonst kriegt, der immer sagt Kaffeehaus Madeleine. Das ist jetzt nur für die Kamera von Zeig mir deine Karre. Ansonsten müsst ihr natürlich fleißig zahlen, aber das kostet nichts. Das ist hier alles so günstig. Das ist so günstig hier. Ja, mit Milch bitte. Und hier wird so ja noch die Milch persönlich eingeschenkt. Dankeschön. Reicht, danke.
und ein Rührgerät. Also wenn das kein Service ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Ein Rührgerät zum Kaffee, den besten Kaffee aus Alt-Landsberg und das freundlichste Personal der Welt. Schönen Dank. Dankeschön. Dann kicken wir mal weiter. Kommt, los jetzt. Wenn man zu klein ist, um Stockcar zu fahren, dann setzt man sich einfach mal aufs Karussell. Und auch sonst, wenn man Bock hat auf Karussell fahren. Das ist auch was für Erwachsene. Ich werde es jetzt nicht ausprobieren, weil mir wird schnell schwindelig. Für die, die mal eine Luft gehen wollen, also nicht vor Frust oder vielleicht auch vor Frust, weil sie verloren haben beim Stockcar, gibt es hier ein bisschen was mit Gummiband. Für Essen und Trinken wird natürlich auch gesorgt. Das beste Essen, das beste Catering hier. Frischer geht's nicht. Mahlzeit. Hier, richtig, richtig, richtig ordentliches Catering, das gehört dazu. Wunderbar. Und Disco, hier. Hier, Disco, Disco, hier, richtig Musik hier und die Animation inklusive. Ich sag ja. Ich hab jetzt falsche Tränke. Hier wird Party groß geschrieben. Was? Mit Stange, dann setze ich mich da mal ran. Ach, da hinten ist noch Table Dance. Mahlzeit. Ah, meine Lieblingskunden. Aha, jetzt geht's los, jetzt geht die Party los hier. Na, die lassen wir mal, das ist ja ein privater Kreis jetzt noch. Gut, viel Spaß. Das ist das Partyzelt, das steppt samstags der Bär. Zeig mir deine Karre! Immer noch mit frischem Kaffee hier von Madeleine da hinten stehe ich jetzt beim Team Shadow. Ja, und Team Shadow läuft am Sonntag noch mit wie vielen Fahrzeugen auf der Strecke? Zwei leider nur noch. Wie viele haben angefangen? Drei, aber Opa wollte nicht mehr. Wollte nicht mehr, genau. Bei dir war es die Kupplung, ja? Ja. Hat sich nicht mehr gelohnt? Nee, das ist der Aufwand zu groß und wir haben auch keine Kupplung hier. Nee, dann kickt man lieber zu und hat so noch Spaß, wa? Sag mal Jungs, Stockcar, was ist das Geilste am Stockcar fahren? Den Spaß und seine Aggression rauslassen, aber halt nicht so aggressiv, dass die anderen sich verletzen. Einfach nur Spaß haben. Genau. Was würdest du sagen? Just for fun, einfach nur Spaß. Alles mal rauslassen. Ja. Und, was sagst du dann? Na klar, derselbe. Wie lange fährst du schon Stocker? Jetzt fahre ich 8 Jahre. 8 Jahre? Mit 60 habe ich angefangen. Mit 60 hast du angefangen? Wow, nicht schlecht, doch. Hier der Senior. Und sag mal, das erste Mal Stocker fahren, wie war das für dich? Irre. Wir sind ja das erste Mal im Brechen gefahren, auf Beton. Und da haben sie mal ins kalte Wasser geschmissen. Das einer wollte von uns nicht mehr aus dem anderen Team, wo wir drinnen waren zuerst. Und der hat mal einfach hingesetzt und ich noch nie Stocker gefahren. Und da fand ich das gut. Ne? Und dann haben wir ein Auto aufgebaut und seitdem. War bei dir das erste Mal Stocker fahren? Ja, das war vor 5 Jahren zum Geburtstag, zum Wochenende. Hat die Karre voll zerklatscht. War cool, dachte ich, okay, machst du mit. Jetzt 2 Jahre lang und es alles dufte. Das heißt, voll zerklatscht gleich bei der ersten Runde, oder? Nee, am Sonntag. Kein Motorhalter mehr, keine Reifen mehr, Dreieckslenker verbogen, aber halt. Ja. Das heißt aber, der Samstag war erfolgreich für dich? Ja, war Sonntag auch noch. Achso, okay. Wir fahren mit der Karre so lange, wie sie ging. Und bis jetzt das schönste Erlebnis beim Stockcar-Fahren, was war das? Mein Überschlag. Dein Überschlag? Echt jetzt. Wo war das? Das war hier, hinten an der Ecke in der Kurve, das Gefühl war das Geilste. Aber alles noch dran, gesund und munter? Das war wirklich, das ist geil, das Gefühl. Echt jetzt, schwer zu beschreiben, aber macht wirklich Spaß. Ist ein bisschen wie Autoscooter in 3D, war, wenn man sich überschlägt. Ja, noch besser. Realistischer. Können wir damit rechnen, dass du heute normal so eine Runde drehst? Na, ich hoffe es. Also er ist nur da, um ein paar Überschläge zu probieren? Auf jeden Fall, das ist das, wo wir hier sind, um Spaß zu haben und Action zu haben. Genau, hier, das ist das Stunt-Team, da weiß ich schon, wo wir die Kamera drauf halten müssen nachher noch. Wenn man Anfänger ist, wenn man das erste Mal, wenn man in Berührung kommt mit Stockcar, man hat hier zugeschaut, was würdest du einem Anfänger raten, was muss er beachten beim Stockcar-Fahren? Wie sollte er starten? Naja, er kann zurückhalten fahren, nicht am Anfang gleich Gas geben, sondern erst hinten bleiben und dann aber auch den Kopf so halbwegs ausschalten, keine Angst haben. Weil dann macht man nur noch Fehler. Theoretisch kann nichts passieren, man sitzt ja im sicheren Fahrzeug, wenn man auch nicht übermäßig Gas gibt. Man hat ja einen Überrollkäfig, man hat einen vernünftigen Gurt, vielleicht sogar 6 Punkte ist noch besser. Ja. Einen vernünftigen Sitz, also eigentlich kann nichts passieren. Was sagst du? Wenn einer Angst hat, dann soll er erst ja nicht antreten. Dann soll er lieber mit mir einen Kaffee trinken, sagst du? Ja, genau. Weil Angst bringt nichts. Wenn man jetzt Bock hat aus Stockcar und lernt euch kennen, könnte man euch kontaktieren oder seid ihr eine geschlossene Truppe? Nö, eigentlich, man könnte sich melden bei uns, das wäre kein Problem. Wir sind also gegen Nachwuchs habt ihr nichts? Nö, also wer will und zu uns drin passt. Ja. Wie viele Leute seid ihr denn im Team? Also wie viele sind denn hier angereist in Alt-Landsberg? Fahrer und 4 Teammitglieder. Das ist ein kleines, familiäres. Und findet man euch auch bei Facebook? Ja, aber nicht unter Stockcar, sondern unter unseren normalen Namen. Ah, okay, ihr habt.
Wie? Ricky Kaiderling. Wenn ihr also mit dem Team Shadow mal Kontakt aufnehmen wollt in Berlin, wenn ihr aus Berlin seid und sagt, ey, die Jungs sind cool drauf hier, dann meldet sich bei Ricky, der ist bei Facebook, ja? So langsam lernt man die Leute alle kennen, man hilft sich untereinander. Man kennt sich alle und es wird auch untereinander geholfen. Wenn der eine was hat, was dem fehlt, dann gehst du hin. Das ist mir natürlich auch positiv aufgefallen, dass hier keiner irgendwie so eine Habe hat von wegen, ich bin der Schürste, sondern jeder hilft dir jeden und man sagt sich abends auf Wiedersehen, auch wenn der andere ihn überholt hat, nicht? Das gehört dazu. Das ist nun mal. Verlieren, gewinnen, was soll's, Spaß. Und auch das müsste man eigentlich ein bisschen publik machen, dass es halt nicht nur ums Rennen geht, sondern um das Geschehen drumherum, nicht? Genau, das ganze Team, das ist ja auch familiär etwas. Wir sind mit 3 Teams noch hier zusammen. Das funktioniert alles, man hilft sich untereinander, also irgendwie sollte das schon funktionieren. Ich denke, wenn man will, dann funktioniert es auch. Wenn man will, ja. Dann sag mal so, ja, dann will ich mal hoffen, dass ihr jetzt hier noch einen guten Run habt, ja? High Five auf die letzten Runden hier und wir sehen uns dann in Zukunft. Viel Spaß, ja, euch auch. Ciao. Hier, Team Shadow aus Berlin. Zeig mir deine Karre! Hier sind natürlich meine Kollegen, die Duke Boys. Ey, guck mal, Mario, läuft's bei dir? Ja, denke, alles gut soweit. Ich drück dir die Daumen, hau rein. Mario hier mit seiner geilen Karre, schau dir das mal an. Schon ein bisschen mitgenommen, aber zum Saisonstart war das sozusagen optisch mein Favorit. Au, oh, oh, komm mal ran hier. Das muss man dir auch mal zeigen hier. Zeig mir deine Karre. Handarbeit. Echte Handarbeit hier. Viel Erfolg, mein Freund. Und dann wollen wir hoffen, dass die Karren noch durchhalten. Ich meine, bei so einem Design kann eigentlich nichts mehr schieflaufen. Das müsste der erste Platz sein. Da muss schon viel schieflaufen, dass das nicht der erste Platz wird, aber man steckt nicht drin. So, Freunde, da oben sitzt die Biene. Hallo, Biene. Hallo. Biene moderiert heute und die hat gesagt, ich soll mal nach oben kommen. Da trinke ich vorher aus, damit es auch nichts verschüttet und irgendwie die Karre da den Bus schmutzig macht. Dann komm mal mit, wie immer, nach oben. Biene, ich komme. Ja, wunderbar. Und da sind wir hier in der Pole-Position, ganz oben. Die Aussicht hervorragend. Biene, wie läuft es heute? Super, wir sind gerade im Lauf der Frauen, zweiter Lauf. Aktuell führt die Startnummer 98. Und Wetter war gestern ein bisschen besser, aber wir machen das Beste draus. Es ist immer ein geiles Wochenende hier und ich freue mich, dass ihr hier seid. So, 3 Kurven hat sie noch, dann hat sie das Ding sicher. Und ja, die nimmt sie mit nach Hause, die Startnummer 99, Jessica Borau vom VMAX Motorsport, holt sich hier den Platz Nummer 1, gefolgt von der Startnummer 96, Susan Lehmann vom VMAX Motorsport, und da wird auch ordentlich gejubelt. Und auch Platz Nummer 3, die 587, Ines Laban. So, und da gibt es nochmal eine Kuschelei hier. Oh, die gönnen sich hier nichts. Da wird nochmal Vollgas gegeben. Viel Spaß noch, Biene. Wir sind wieder unten, oder? Vielen Dank. Jo, und du hast so kalte Hände. Sollen wir dir irgendwie eine Wärmflasche bringen? Alles gut. Eigentlich wäre so ein Heizpilz schön, aber ich glaube, der bringt hier oben nichts. Zeig mir deine Karre! So, wir stehen jetzt hier am Organisationsbus, eben noch da oben drauf. Jetzt schon mit Ronny und Marc von der Organisation. Wie läuft's dieses Wochenende? Also super gut, selbst bei dem Teilnehmerrekord. Wir sind jetzt aktuell gerade im 5. Lauf. Super Fahrer, vernünftig, sauber, ordentlich. Es gibt keine Diskussion, kein Streit. Also wir sind auch mit dem Wetter zufrieden, was man ja im Oktober meistens nie haben kann. Aber gut, heute ist etwas kühler, wa? Aber ja, gestern... aber dafür trocknet die Strecke nicht so schnell aus. Also, das ist Wahnsinn. Okay. Gestern hatten wir hier 20 Grad und T-Shirt-Wetter wie im Hochsommer. Heute, okay, Oktoberwetter. Ja. Aber ansonsten geile Stimmung. Party gestern hast du ja leider verpasst. Ja, da konnten wir nicht. Wir kommen immer sonntags und ziehen uns dann die fertigen Gesichter rein. Das macht manchmal auch Spaß. Ja. Manchmal macht es Spaß. Wie lange ging es bei euch gestern? Also ich war durch meine Krankheit relativ früh im Bett. Ich glaube, die letzten waren irgendwann um drei. Circa um drei. Okay, und dann wieder um 8.30 Uhr auf der Matte. Und dann um 8.30 Uhr. Na, früher. Wir müssen ja vorbereiten. Ist ja nicht um 8.30 Uhr das Rennen los. Wann fangt ihr an? Also ich bin 6.30 Uhr in der Wecker und dann aufstehen, wa? Dafür sehen die aber auch relativ frisch aus. Jetzt außer, ich meine, jetzt Marc mit seinem Einbein, das ist schon... Geht halt nicht anders. Ja, aber es ist voller Körpereinsatz. Ich kriege ja auch so viel Unterstützung. Die wollten mir hier Elektrorollstühle und weiß ich was alles bringen und Bobbycar, aber nein. Aber ich sag mal, mit einem Elektrorollstuhl jetzt über die Strecke, das wäre nicht dein Ding. Nee, absolut nicht. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, mit meinem eigenen Auto durch meinen Ersatzfahrer mich hier über die Strecke fahren zu lassen, gestern in der Kinderrunde.
Mein Fahrer, leider Gottes, liegt jetzt selber im Krankenhaus, hat gestern einen etwas kräftigeren Unfall gehabt, wird aber aktuell gerade abgeholt, nichts passiert. Alles gut. Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Gott sei Dank. Aber haben wir das Wochenende, ich glaube, gar nicht gehabt eigentlich. Also zweimal, glaube ich. Das ist etwas zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht, genau. Zur Überprüfung. Aber ansonsten dieses Jahr super top. Drücken wir mal oder hauen wir mal dreimal aufs Holz hier, dass es auch in Zukunft so weiterläuft, dass hier keine Verletzungen weiter passieren. Ja, dafür haben wir extra unsere technische Reglement nochmal weiter angepasst, nochmal weiter verschärft. Auch an die Fahrer applaudiert, die dieses Jahr wirklich super gut drauf sind. Wir haben kaum was zu meckern. Okay, gibt es ein, zwei Stänkereien, gibt es immer, brauchen wir nicht drüber reden. Die wird es immer geben. Dafür sind wir alle einfach mal, ich sag mal, motorsportkrank. Da setzt auch manchmal hier oben, was uns der liebe Gott gegeben hat, einfach mal aus. Ja, das ist ja auch okay. Selber, ja. Wenn man danach wieder zusammen Bierchen trinken kann oder mit dem einen oder anderen nette Gespräch führen kann, ist halt okay. Du, alles gut. Haben wir gestern gehabt. Ich habe mit einem ein bisschen rumgezofft. Gestern Abend standen wir unten, haben uns ein Bier gegeben, fertig. Das Wichtige ist einfach, wir wollen Montag wieder arbeiten gehen. Genau. Und da versuchen wir uns dran zu halten. Alle sind und munter bleiben. Genau. Bis auf ich, leider Gottes. Er ist natürlich das beste Negativbeispiel hier. Er macht hier irgendwie den Einbeinstorch, aber das wird schon auch wieder gesund. Also ist nichts gebrochen, macht euch keine Sorgen. Er ist fit. Alt-Landsberg-Wegendorf in Zukunft, wie sieht's aus? Also wir haben jetzt noch einen kleinen Strohhalm, an dem wir uns gerade greifen für diese Rennstrecke. Das entscheidet sich jetzt irgendwann im Oktober. Ich habe gestern aber zu den Fahrern in der Fahrerbesprechung schon gesagt, es geht definitiv irgendwie weiter. Ob das hier auf dieser Strecke ist, ob das auf einer neuen Strecke ist, völlig egal. Wir geben nicht auf, wir ziehen weiter durch, weil bei dieser Resonanz, die wir hier kriegen, ich habe da jedes Mal und jetzt auch schon wieder Gänsehaut. 230 Fahrer. Das ist, wenn man sich überlegt, wir machen es jetzt hier das vierte Mal. Wir waren im ersten Rennen waren wir 117. Ja. Im nächsten Lauf, also im Oktoberrennen letztes Jahr, waren wir schon 170. Im Juni waren wir 180, jetzt sind wir bei 230. Das ist mittlerweile Wahnsinn. Die größte Veranstaltung in Ostdeutschland. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was wir hier in Alt-Landsberg auf die Beine gestellt haben. 230 Starternennungen, das sucht seinesgleichens. Und meine Frage ist, Stocker in Deutschland, wenn wir gerade dabei sind, Stocker in Deutschland, was kann man machen, dass Stocker in Deutschland noch weiter publik wird, dass es noch mehr Leute erreicht, dass man dadurch eben auch mehr Publikum, mehr Sponsoren dazu gewinnen könnte? Was kann man da machen? Also definitiv mehr Werbung machen. Es ist nun mal ein Breitensport. Und vielleicht, dass die Veranstalter untereinander einfach mal zusammensetzen, dass man sich vielleicht mal an einen Tisch setzt, sagt, okay, wir machen mal ein gemeinsames Reglement und vielleicht lädt der eine andere Veranstalter vielleicht mal einfach mal Leute von hier aus ein. Ich meine, wir sind ja selber beide auch Fahrer. Vielleicht kommt da mal ein Veranstalter und sagt, du, pass mal auf, ich finde eure Veranstaltung ganz geil. Kommt da mal zu mir, guckt mal bei mir, gebt mir mal Tipps, was wir falsch machen. Und andersrum machen wir es genauso. Das heißt, im Augenblick ist die Kommunikation zwischen den jeweiligen Veranstaltern nicht gegeben? Ist schwierig. Ich sag mal, ich mit meiner offenen Art und ich komme relativ weit rum, gerade auch was die Grimner-Jungs angeht, habe mich da viel mit den Veranstaltern unterhalten. Die sind gesprächsbereit. Ja. Das werden wir jetzt auch im Winter mal durchziehen, mal einfach an den Tisch setzen, vielleicht versuchen, dass man irgendwo was gemeinsam machen kann. Was aber schwierig ist aufgrund der Entfernung. Ja. Man muss mal irgendwie sagen, wir arbeiten hier jetzt aktuell mit dem MC Biesenthal zusammen, oder MC Klosterfelde heißen sie ja richtig, machen eine eigene Meisterschaft. Das heißt, wir haben zwei Rennen hier, ein Rennen im Biesenthal. Und aus den Gesamtpunkten machen wir einen Berlin-Brandenburg-Meister, nennen wir das so. Vielleicht kriegt man das ja sogar hin, dass irgendein anderer Veranstalter sich da mit einklingt. Okay, muss man gucken, Entfernung. Also ich sag mal jetzt, in den norddeutschen Raum weiter hochzufahren, was Richtung Hamburg rausgeht, das sind dann einfach Kilometer und man muss dran denken, das ist ein Hobby. Also das ist, die Jungs machen das hier alles nebenbei, so ein Auto muss auch repariert werden, das ist eine Heidenarbeit. Aber vielleicht kann man irgendwo zusammenarbeiten, ich weiß es noch nicht. Vielleicht finden wir eine Lösung. Ihr seid für Kooperation offen und ich sag mal so, Distanz spielt da keine Rolle, wenn man sich mal Erfahrungen übers Telefon, über E-Mails austauschen möchte, da kann man mit euch in Kontakt treten, oder? Gerne, ich bin gerne für jedes Gespräch bereit. Ja. Meine Nummer steht im Internet. Auch wir selber, wir versuchen Jugend zu fördern. Das ist ja das, was eigentlich dann nachher auch die Leute anzieht. Ja? Weil, was bringt uns das, wenn wir keine Nachzügler haben, ja, dann haben wir ja auch keine Fahrer. Also versuchen wir auch über die Jugend so ein bisschen, also bei uns darf gefahren werden ab 14 Jahre. Und das ist unser Versuch, sag ich mal, wirklich Stocker weiterzubringen und dass es weitergeht. Ja. Das heißt also, wenn die Jugend sich angesprochen fühlt, jetzt hier, genau. Bitte immer melden. Gerne.
Wo muss man sich melden, wenn man mit euch in Kontakt treten möchte? Also einfach über die Internetseite. Die da heißt? Stockarena.de. Wie? www.stockarena.altlandsberg.de. Was ist das Geilste an Stockar? Die Familie. Das ist ja einfach wie eine große Familie. Also so sagt das meine Tochter einfach immer. Es ist wie eine große Familie. Man ist auf der Rennstrecke der Gegner, fährt sich vielleicht auch gegenseitig kaputt und danach tauscht man sogar noch die Ersatzteile aus. Also ich habe selber live erlebt, ich habe einen anderen Fahrer versehentlich wirklich das Auto kaputt gefahren und er stand nachher bei meinem Team und wurde dort repariert, weil die kein Schweißgerät bei haben. Und das ist halt das Geile an diesem Sport. Es ist auf der Rennstrecke absoluter Konkurrenzkampf und draußen im Fahrerlager wie eine große Familie. Was würdest du sagen? Das Gleiche. Einfach. Da seid ihr euch einig, definitiv. Sind wir uns einig. Es ist einfach nur geil und es ist schön, diese ganze Resonanz. Das sage ich immer wieder gerne. Es ist vorher stressig ohne Ende, wirklich stressig, wo man dann manchmal denkt, warum machst du das? Und dann stehst du hier wirklich am Sonnabendfrüh in einer Fahrerbesprechung vor 230 Mann, sagst nur guten Morgen und du kriegst erstmal einen tobenden Applaus. Das ist einfach, da kann ich einfach nur nochmal und wieder die Gänsehaut drinne. Einfach, da kann ich einfach immer nur sagen, danke, 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 dass ihr uns so die Treue hält. Wir sind hier mittlerweile, ich muss jetzt selber rechnen, seit 2006 gibt es die Rennen hier in Altlandsberg und ich bin seit Anfang an dabei. Ich hätte damals als Fahrer nie gedacht, dass ich hier irgendwann mal als Veranstalter stehe. Ja. Und ich finde es einfach nur geil. Wunderbar, so soll es sein. Also Gänsehaut-Feeling pur als Fahrer, aber auch als Organisator. Ich meine, das hat schon was zu bedeuten, wenn man als Organisator noch sagt, Gänsehaut pur und nicht Stress pur, dann ist das auf jeden Fall von A bis Z positiv. Nicht? Immer wieder, einfach nur geil. Wunderbar. Sag mal, jetzt ihr als Organisatorin und als Fahrer, das beste Erlebnis, was ihr je beim Stockar hattet? Ich habe beim Stockar einen sehr, sehr guten Kumpel kennengelernt, der sich jetzt mittlerweile mit mir das Auto teilt, der jetzt leider Gottes gerade im Krankenhaus liegt. Muss ich gute Besserung sagen, an dieser Stelle? Ja, gute Besserung, Mietja, erstmal an dieser Stelle. Ich muss sagen, ich teile mir mittlerweile mit ihm Auto. Das ist einfach, wir waren mal Konkurrenten, mittlerweile sind wir Brüder. Daraus entstehen also Freundschaften. Es ist einfach nur, ja, und das ist nicht nur bei mir so, es ist bei vielen anderen genauso. Der Beweis, dass das also auch verbindet. Das verbindet definitiv. Lebender Beweis. Also lebende, humpelnde Beweis, dass Stockar verbindet. Stockar ist Familie, Stockar ist ja, eine Community. Und bei dir das beste Erlebnis? Bei mir das beste Erlebnis. Ich würde sagen, mit Familie und Freunde in ein Rennen zu fahren. Ja, in der Gemeinschaft auch. Was heißt Gemeinschaft? Wir sind ja dann trotzdem Konkurrenten in dem Fall. Ihr tretet gegeneinander an. Ja. Weil wir hatten zu Stoßzeiten damals 8 Autos gehabt und mit Familie und Freundschaft. Das ist eigentlich ein Feeling, das kann man sich nicht vorstellen. Man muss einfach dabei sein, wenn man es mal selber erleben möchte, wenn man davon sprechen möchte, was es eigentlich ist, hier an den Start zu gehen, ja? Genau. Okay. Das heißt, da geht das. Wenn man da vorne steht, weil man auf der eigenen Veranstaltung wirklich nur im Langstreckenrennen fahren kann, weil was anderes ist einfach als Veranstalter nicht möglich. Und die Jungs ermöglichen es mir einfach. Weil ich halt immer noch so extrem der Fahrer bin. Ich weiß, dass Ronny auch fahren möchte, aber im Moment geht es für ihn einfach nicht. Ja. Und sobald ich eine Möglichkeit habe, ihn irgendwo fahren zu lassen, würde ich ihn sofort fahren lassen. Also ich sag mal jetzt, wenn mein zweiter Fahrer jetzt nicht im Krankenhaus liegen würde, würde er mit ihm zusammen die Langstrecke fahren. Ja. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Ja. Und genau das Gleiche würden wir mit Rico machen, der auch genauso Fahrer ist. Tanja ist nicht die Fahrerin, die ist mehr die Organisatorin. Ja. Aber irgendwas lassen wir uns für die junge Frau auch noch einfallen. Genau. Weil die hat genauso viel Stress. Die steht hier bis abends um 1, macht die Listen fertig. Ist morgens die Erste, die hier im Rennleitungsbus macht wieder die nächsten Listen fertig. Ja. Vor der Frau ziehe ich einfach einen Hut. Tanja sitzt dort. Tanja sitzt hier, wenn du mal schauen möchtest. Tanja sitzt da nonstop. Wir zeigen mal die Tanja hier. Da muss man die Tanja. Das ist die Tanja. Tanja gibt hier alles. Wunderbar, Tanja. Danke dafür. Okay. Wir werden mal nicht stören und wir zumachen, es ist kalt da drin. Was würdet ihr Anfängern raten, wie kommen sie zum Stockcar? Wenn sie sich für Stockcar interessieren, hier Gäste sind und selber mal fahren wollen, was sollten sie beachten, wo sollten sie hinkommen? So, willst du oder soll ich? Also auf alle Fälle sich erstmal unser Reglement durchlesen. Es klingt kompliziert, es ist aber gar nicht so kompliziert. Man muss halt ein bisschen handwerkliches Geschick haben
und gar nicht so viel zum Anfang wollen. Wirklich sagen, okay, wir nehmen mitfahren. Gucken, erstmal überhaupt schauen, was muss ich beachten. Auch, man kann ja verschieden aufbauen, so ein Auto. Ja? Manche bauen das halt auf schnell auf, ja? Dann geht es halt schneller kaputt auch. Andere wollen halt, dass das Auto ewig hält und dann sind sie halt ein bisschen langsamer unterwegs. Das Gewicht, das drückt natürlich. Ja. Grundsätzlich als Anfänger sich ein Team suchen oder mit Vater und Muttern oder mit einem Kfz-Mechaniker aus der Umgebung mal sprechen? Kfz-Mechaniker wäre natürlich gut, wa? Also, man sagt ja immer, Stocker ist ein Teamsport. Also als Einzelkämpfer wird es hier wirklich schwierig, außer man hat natürlich drei Kumpels, die alle Kfz-Mechaniker oder Meister sind. Dann ist es natürlich einfach, aber diese Zocker, es ist ja ein Team-Event. Und vielleicht irgendwo ein Team suchen. Es gibt genug Teams, die auch neue Leute gerne suchen. Team suchen, vielleicht auch erstmal so eine Veranstaltung angucken, mit ein, zwei Fahrern unterhalten und dann. Dann ergibt sich einfach das. Ergibt sich. Also genauso habe ich mein Team zum Beispiel kennengelernt. Also ich war hier noch von der Streckensicherung damals und wollte mir selber so ein Auto aufbauen. Bin hier durchs Fahrerlager durchgegangen. Hab mit ein, zwei Leuten gesprochen und daraus entstand so eine Freundschaft, dass ich jetzt in dem Team drin bin und dieses Team mich auch unterstützt in meiner Veranstalterarbeit, muss man auch ehrlich sagen. Also einfach als Anfänger keine Kontaktscheu, die Leute ansprechen. Wir haben ja mitgekriegt, man kann hier mit jedem reden. Hier ist keiner irgendwie so drauf, dass er sagt, er möchte für sich bleiben. Und wenn sie keine Fahrer suchen, dann kennen sie vielleicht noch ein paar Teams, die Fahrer suchen und so kommt man dann in Verbindung. Ja? Bei uns melden. Wir können ja genauso vermitteln. Genau. Also das definitiv. Wir sind ja genauso kontaktoffen. Wir wissen, kennen die meisten Teams. Wir können dann irgendwo vermitteln. Die Anlaufstelle Nummer 1. Zum Beispiel ganz anders. Ich habe 98 angefangen, Stocker zu gucken, erstmal ein Rennen. Und habe mir dann zu 1999 dann ein Auto aufgebaut und habe dann angefangen, Stocker zu fahren. War sozusagen Einzelkämpfer. Klar, Familie, Freundschaft hat geholfen, so wie sie konnten. Und darauf hat sich dann das Team aufgebaut, bis mal zu Spitzenzeiten 8 Autos waren. Jetzt sind wir wieder geschrumpft auf ein Auto. Im Moment fährt nur meine Schwester. Ja, so kann es auch sein. Das heißt, von 0 auf 8 Autos? Von 0 auf 8 Autos, aber natürlich denn mit der Zeit alles, weil da haben sie natürlich dann auch Begeisterte gefunden, ja, in der Freundschaft, Familie, die wollten dann auch fahren und dann haben wir gesagt, okay, bauen wir auch ein Auto auf, ist ja kein Ding. Wie war dein erstes Mal Stocker fahren? Das erste Mal wirklich auf der Strecke? Das weiß ich wie heute. Ich habe den Helm aufgesetzt, bin am Vorstart gefahren und habe durch den Helm meinen Herzschlag gehört. Das war mein erstes Rennen, werde ich nie vergessen. Und wenn man jetzt dran denkt, dann ist es so, als wäre es gestern gewesen. Gänsehaut gerade. Ja. Stocker ist nicht nur Familie, Stocker ist auch Gänsehaut und ich würde mal sagen, doch einen erfolgreichen Restsonntag. Wir gehen noch ein bisschen rum, schauen uns das Ganze an und freuen uns, wenn es im nächsten Jahr weitergeht. Wir drücken ganz doll die Daumen. Wa? Noch mehr. Ciao. Zeig mir deine Karre. Hier, Tor 21 hier, auf die alten Zeiten, ja. Wir stehen jetzt bei Hannes von den Wolle Forster Füchsen. Ich grüße dich. Ja, mal hier aufs Logo gezeigt. Das sieht ja noch ganz sauber aus dafür, dass du gefahren bist. Erzähl mal, Hannes, wie lief das Rennen für dich? Ja, Rennen war sehr durchwachsen, muss ich sagen. Ne? Also viel bisschen kaputt gegangen, müssen bauen mussten wir auch, ne? Motor hing ein bisschen schief, Antrieb ist rausgerutscht und so weiter, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sind heil geblieben, die Autos zum großen Teil auch, außer ein paar Beulen. Ja. War also in Ordnung, ne? Mit wie vielen Fahrzeugen wart ihr heute hier? Wir waren mit 2 Autos hier, ne? Meine Frau ist gefahren in der Frauenklasse und ich 140 PS Tuning. Alles klar. Sage mal, Hannes, ich habe gehört, dass du schon seit Tag 1 beim Stocker dabei bist. Erzähl mal, wie ist die Geschichte bei dir? Ja, Tag 1 stimmt nicht ganz, aber ich habe schon sehr früh angefangen. Also ich habe damals mal in der Nähe gewohnt von einem Stocker-Team, ne? So 100 Meter ab. Da kriegt man natürlich den Lärm immer mit, ne? Und habe dann irgendwann mit 11 angefangen, Auto zu fahren. Und seitdem ich 13 bin, fahre ich jetzt aktiv Stocker. Also fast jedes Rennen, was so in Mecklenburg-Vorpommern ist. Und jetzt die letzten 3-4 Jahre hier unten auch immer schon einmal wenigstens im Jahr hier. Ne? Ja, und was ist das Geile am Stocker? Also was zieht dich da an? Ja gut, also ich sag mal, was mich so interessiert an dem Sport, ist halt viel das Bauen, was mir echt Spaß macht. Ne? Also so, ich mache so gerne Metallsachen und so. Ne? Also das macht mir echt Spaß. Und natürlich, wie man hier sieht, so die Gemeinschaft der ganzen anderen Teams auch, ne, die ja doch immer ein paar Kilometer auseinander sind bei uns. Ne,
Aber das macht schon echt Spaß, ne? Und das Fahren natürlich auch, ne? Der Adrenalinkick, den man immer kriegt beim Fahren, ja, das ist schon echt cool. Und was war das beste Erlebnis, was du je hattest beim Stockcar-Fahren? Ja, beste Erlebnis, also das Größte, was ich mal gewonnen habe, war halt in Basepol Jahresmeister, also bester Fahrer aller Klassen, ne? War halt der Punktbeste von allen Fahrern, ne? Das ist, glaube ich, jetzt 3 oder 4 Jahre her. Das war schon Höhepunkt, sag ich mal, von der Karriere bis jetzt, ne? Ja, konnte sich sehen lassen. Sag mal, und wenn jetzt jemand anfangen möchte, Stockcar zu fahren, was würdest du dem raten? Ja, gut, anfangen würde ich grundsätzlich raten, irgendwas Kleines, ne? Weil die Geschwindigkeiten sind halt doch echt hoch, ne? Also wenn man jetzt überlegt, so ein 140er, da ist man, den zweiten Gang fährt man irgendwo aus, da ist man irgendwo bei knapp 100. Mhm. Und man muss dann halt auch noch reagieren können, ne? Ja. Und da sollte man doch anfangen mit einem kleineren, also wegen meiner Trabant oder halt 60, 80 PS, irgendwas Kleineres, ja, dass man das auch erstmal auf die Reihe kriegt, wie schnell das alles gehen muss. Langsam rantasten, ja? Genau. Ne? Das haben wir jetzt schon öfters gehört, also ganz ruhig anfangen und dann sich steigern und das Höchste wäre dann? Ja gut, Allradklasse ist so mit das Schnellste, was so geht, ne? Die fahren natürlich auch durch den Allradantrieb ganz anders los, ne? Aber ich glaube, so der härteste Sport ist schon, wenn man 80, 140 PS Klasse fährt. Das ist schon ganz schön hart, ne? Die Masse auch an Fahrern da ist immer sehr hoch, ne? Hat man viele Gegner, viele harte Gegner auch. Ah ja, okay, da geht's dann schon ein bisschen, da wird's ein bisschen aggressiver. Also nicht böse gemeint, aber auf der Strecke will man doch gewinnen. Ja, genauso sieht's aus, ne? Also im Fahrerlager ist immer alles gut, aber letztendlich auf der Strecke will man immer Erster werden, also muss man auch gucken, wo man bleibt, ne? Ja, darum ist man ja auch hier, man will gewinnen. Wie lange hast du an deiner Karre geschraubt, bis die dann optimal lief? Ja, also den habe ich jetzt über Winter neu gebaut, ne? Ja, den Winter über halt, ne? Also nach dem letzten Rennen eine Woche später Karosse geholt, ja, Material bestellt und dann fing es an, ne? Immer nach und nach alles zusammengebaut, Motor geholt, eingebaut und dann halt immer noch, es sind ja so viele Kleinigkeiten dann, die immer wieder dazukommen. So never ending story? Ja, ach. Frau fragt schon immer, Mensch, wie lange brauchst du noch? Ist noch? Ich, na, nee, ist nicht mehr viel. Und das Übliche. Und dann sitzt du trotzdem wieder eine Woche in der Halle und baust jeden Abend. Ne? Also schon ein bisschen nervenzerreibend, glaube ich, für die Frau auch. Ne? Ja, das habe ich jetzt auch nicht das erste Mal gehört, muss ich sagen. Aber die Familie spielt bei allen im Augenblick noch mit. Oder hast du schon irgendwas gehört von Trennung? Haben sich schon Pärchen getrennt wegen dem Stocker? Ja, naja, Pärchen auf jeden Fall schon mal, ja. Also wenn der Mann dann einfach das ignoriert, dass die Frau dann doch zu Hause ist, ne? Ja. Aber meine Frau spielt da gut mit, muss ich sagen, und hat da auch Ehrgeiz so ein bisschen, ne? Also sie fährt halt nicht oft, aber dieses Mal ist sie wieder super gefahren, ne? Bin ich auch wahnsinnig stolz, dass sie dann wieder so diesen Ehrgeiz entwickelt hat dafür, ne? Das war schon echt schön anzusehen. Bringst du ihr dann Blumenstrauß die nächste Woche mit, oder? Ja, auf alle Fälle. Oder einen Satz neuer Felgen, wer weiß. Ja, neue Blumenstrauß oder Felgen? Räder wären vielleicht nicht schlecht, das stimmt. Siehst du, das sind echte Stocker-Frauen. Die stehen mehr auf Ersatzräder als auf Rosen. Genau, das stimmt. Halten unter Umständen länger. Ja, doch. Wenn man sich Mühe gibt, ja. Manchmal aber auch nur eine Runde, dann hat sie das auch gegessen. Ne? Genau, je nachdem, wie man fährt. Hier gibt es ja Pärchen, die sich durch Stocker trennen, aber es gibt ja auch Menschen, die sich hier kennenlernen. War es bei dir genauso? Ja, nicht ganz. Also meine Frau kenne ich schon seit der Schule. Ne? Natürlich früher nur mal gesehen und nichts Aufregendes. Ne? Und ja, haben uns dann irgendwann gefunden, so vor 8 Jahren. Sie fährt jetzt auch schon, ich glaube, 5 oder 6 Jahre, ne, Stocker. Nicht regelmäßig, aber immer mal ab und zu, wenn sie mal wieder Lust kriegt, was zu bewegen, dann setzt sie sich halt mal wieder rein und fährt mal eine Runde. Ne? Das heißt, ihr seid hier eigentlich zusammengeschweißt mit dem Sport auch? Oh ja, also ich sag mal, bei uns zu Hause dreht sich der Hauptteil so, der Hund, das Zuhause, wir beide natürlich und dann kommt halt der Sport. Ne? Also ja, wir machen halt... Wir sind fast jeden Abend irgendwann mal in der Halle oder bei den Teamkollegen, sag ich jetzt mal, die auch Freunde sind. Also wir haben da, das ist so unser Leben, sag ich jetzt einfach mal. Also es gilt wieder der Satz, Stocker ist Familie, kann man das so sagen? Ja, auf alle Fälle. Super. Und dann, wer weiß, im besten Fall wird noch ein Nachwuchs draus? Ja gut, der muss ja erst ranwachsen, ne? Also von daher,
Das schauen wir mal. Noch eine Weile dauern, aber ich habe noch ein paar Autos stehen, also das ist jetzt nicht so schlimm, wenn das noch eine Weile dauert. Okay, dann hast du noch ein bisschen mehr Zeit zum Schrauben, oder? Genau so sieht's aus, ne? Hannes, ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin für die nächste Saison auch. Ja, danke. Freue mich, wenn wir uns hier wiedersehen sollten. Hast vielleicht gehört, ist noch nicht ganz sicher, ob die Strecke halten bleibt. Ja. Was sagst du dazu? Also ich hoffe, dass sie irgendwas wieder auf die Beine gestellt kriegen hier, weil ich finde das hier, das Wochenende an sich, immer wahnsinnig schön, ne? Sehr entspannt, die Atmosphäre hier ist echt toll, ne? Die Leute und die Bahn ist halt auch ein bisschen anspruchsvoller auch, ne? Also das hier mal links, mal rechts. Mehr Kurvenlagen, ne? Genau, ne? Man muss halt wirklich viel lenken, also man kriegt da richtig Arme von nach dem Wochenende, merkt man es, aber das macht halt echt Spaß hier, ne? Das ist einfach so. Ja. Dann drücken wir mal die Daumen und hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr in Alt-Landsberg Wegendorf wiedersehen. Genau so sieht's aus. Hannes, alles Gute, ja? Zeig mir deine Karre! Wir stehen jetzt hier, beziehungsweise sitzen mit André vom Team. Krass, passt das? Und auch hier fragen wir mal, wie ist für euch gelaufen das Wochenende? Super Wochenende, kaum gebaut. Wir haben 5. und 6. Platz eingefahren mit unseren ollen VWs. Schau mal rüber hier, das ist hier eine ganze Kolonne. Und vor allem sind sie alle durchgefahren, was ja auch nicht selbstverständlich ist, wa? Und wir haben auch noch in der Langstrecke gestern 5. Platz erreicht. Gratulation. Wunderschönen weißen Müllhaufen da hinten. Ja, aber er fährt. Ja. So Müll ist er nicht. Wir haben lange gebaut, bis er wieder fuhr. Sag mal, André, Stockcar, wie bist du zum Stockcar gekommen? Über einen Kumpel. Bin gucken gefahren und dann hat es mich einfach erreicht. Ja. Was ist das Geile am Stockcar? Also, was flasht einer so? Gänsehaut, Angst. Die Vorangst und der Erfolg. Das erste Mal in Stockcar, wie war das? Kann man nicht beschreiben, das ist so aufregend. Muss man erlebt haben, ja? Muss man erlebt haben, ja. Das ist verrückt. Was hältst du hier von Alt-Landsberg, von der Strecke, von der Organisation? Ist halt soweit okay. Für die Massenfahrer haben sie das super im Griff gehabt. Kann man nicht meckern. Wenn jemand anfangen möchte, Stockcar zu fahren, was kannst du dem mit auf den Weg geben? Ui. Vollgas geben. Immer Vollgas geben. Ja, einfach die Hirn ausschalten und Vollgas. Direkt losstarten. Und in welcher Klasse? Ja, erstmal klein anfangen. Kleinste Klasse, erstmal ein bisschen rantasten und dann aufsteigen. Wie viele Leute habt ihr denn im Stockcar-Team Crashbusters? Oh, warte. Wir sind erstmal auf alle Fälle 6-7 Autos. Und die Leute, was waren wir diese Woche? 25? 25 Leute, das heißt Fahrer und? Mechaniker und Freunde Mechaniker und. Habt ihr schon fast eine halbe Fankurve mitgebracht? Wir waren auch schon mal größer. Das heißt maximal, seid ihr mal losgezogen mit wie vielen Leuten? Ich glaube 12 Autos, 40 Leute. Also mit Freundschaften und die dann alle noch gucken kommen. Und ist logistisch schon eine Herausforderung, wa? Logistisch und auch ja, Streit im Team ist dann auch vorprogrammiert. Ja, das ist natürlich viel Zeit, wird da drauf gehen. Desto größer das Reich. Ja, verstehe. Wenn man euch im Internet finden möchte, Social Media mäßig, da seid ihr bestimmt auch präsent. Facebook. Wo? Stockcar Team, Crashbusters. Okay. Auch mal ein Like da lassen. Habt ihr aktuelle Fotos? Ist aktuell gehalten die Seite? Wird jetzt alles wieder aktualisiert, sind Videos drin, alles so wie man es will. Lasst da mal ein Like da, nicht? Wie lange schraubt man an so einer Karre in der Regel? Wenn man jetzt neu baut? Ja. 2-3 Monate. 2-3 Monate, dann ist die Karre fertig. Ja. Das heißt, wenn ich sage, ey, ich würde gerne mal mitfahren mit euch, eine Karre bauen, dann brauchen wir wieder 2-3 Monate und dann kann ich gleich einsteigen? Das würde funktionieren, ja. Also sucht ihr denn noch Mitglieder? Nein. Scheiße. Das heißt, wie viel muss ich zahlen, dass ich mal mitfahre? Unbezahlbar. Unbezahlbar. Ist also ein Familienbetrieb? Ihr seid? Nein, gar nicht. Aber wir sind einfach jetzt auf diese Größe, weil es reicht dann auch, weil du möchtest ja auch mal ab und zu Hause bei der Frau sein. Ja, das stimmt. Okay, man braucht auch ein bisschen Privatsphäre, wa? Gut, in diesem Sinne, weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns hoffentlich auch in der nächsten Saison. Und ja, gesund und munter bleiben. Alles klar. Tschüss, danke. Zeig mir deine Karre! Mensch, Steven, mein Freund, ich habe jetzt versucht, dich 3-mal anzurufen, war schon 4-mal hier, du bist nie da. Also hier, Black Panther wenigstens mit ins Video. Driver Steven haben wir mit dabei. Wo er steckt, weiß ich nicht. 3-mal gefragt, 4-mal gehört. Er steht an der Rennstrecke. Auch da habe ich geschaut. Lieber Steven, du bist nicht erreichbar. Können wir nichts machen. Nächste Mal. Wir sind jetzt bei den nächsten Kollegen und zwar beim Team Alt-Landsberg Lions. Wunderbar. Und dein Name ist? Marc. Und? Der Rico. Wunderbar, Rico. Sagt mal, Jungs, wie seid ihr zum Stockcar gekommen? Oh, hat sich so ergeben. Einfach so, ist ein Stocker vom Himmel gefallen, oder? Nee, durch die Freunde und alles. Ja. Und bei dir? Ja, bei mir genauso. Er war ja schon vorher da. Dann bin ich einfach ein bisschen mal mit hingefahren, zugucken. Und irgendwann hat man eben halt Blut geleckt. Ja.
Und ist mit eingestiegen. Und seit, wie lang? Seitdem ist er eingestiegen mit 2.10 und 2.11 das erste Mal gefahren. Und wie war das erste Mal? Das erste Mal im Stockcar sitzen und losfahren? Adrenalin pur. Man zittert am ganzen Körper. Was ist das Geilste am Stockcar? Also insgesamt, nicht nur das Fahren, Stockcar in Deutschland allgemein. Der Zusammenhalt. Der Zusammenhalt von den ganzen Teams. Hat man ein Problem, kann man überall Teile sich halt mal erschnorren oder fragen nach Teilen und jeder hilft den Nächsten den anderen. Also jeder hilft sich gegenseitig. Das macht das aus, wie eine große Familie. Das ist wunderbar, weil das hört nicht das erste Mal. Also wir sind jetzt ein paar Leute schon abklappern gewesen und da heißt es jetzt mal Stocker ist Familie und das freut mich natürlich, weil das zieht natürlich neues Personal, neue Fahrer wieder an. Da wäre auch die nächste Frage, was würdet ihr Anfängern raten, wenn die das erste Mal mit Stocker in Berührung kommen wollen? Einfach fahren. Einfach fahren? Mal einfach fahren, nicht großartig drüber nachdenken. Klar, man am Anfang ein bisschen nervös und hält sich ein bisschen zurück, aber rein von der Sache, die Autos sind ja so sicher, dadurch, dass man ja einen Käfig drin hat, eigentlich braucht man ja keine Bedenken haben. Einfach einsteigen und fahren und dann Spaß haben. Seid ihr eine geschlossene Gesellschaft oder kann man bei euch noch mitfahren? Also wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, er möchte auch mal Stocker fahren? Von der Sache her, so sind wir. Also ihr seid offen? In der Hinsicht, ja. Wenn ich jetzt sage, ich will auch Stocker fahren, mir ein Auto bauen mit euch zusammen, dann würdet ihr nicht nee sagen? Würde sich eine Lösung finden, auf jeden Fall. Ja, da müsste man mal drüber nachdenken, oder? Wie weit war die Anfahrt? Wie weit ist denn? Wir sind hinten krumm See, haben wir unsere Halle. Wenn es hochkommt, 10 Minuten. 10 Minuten, das war's. Das ist jetzt noch kürzer als Team Wegendorf, oder? Nee, Wegendorf ist ja hier gleich. Da merkt man wieder, ich komme aus Berlin-Moabit, habe von Entfernung hier keine Ahnung. Wie viele Leute seid ihr bei euch im Team? Wir sind 4 Fahrer und halt Elternteile, die ganze Familie, die unterstützt und immer mit dabei ist und macht und tut, wo es nur geht. Ja. Das heißt, wie viele Fahrzeuge insgesamt bei euch? Eigentlich 4. 4. Und wie viele haben durchgehalten dieses Wochenende? Alle, bis zum Schluss. Bei denen könnt ihr euch ein Fahrzeug bauen lassen, also bei wen ich mich melde. So, findet man euch auch bei Facebook, in den sozialen Netzwerken, wo kann man mal ein Like da lassen? Sind wir eigentlich nicht, nee. Die erste Mannschaft, die nicht bei Facebook vertreten ist, aber bei Zeig mir deine Karre, das freut mich. Gut, dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg, Jungs. Ja, bleibt gesund und munter und nächste Saison startet da wieder voll durch und sehen wir uns hoffentlich hier. Wir unterbrechen das Programm für eine kleine Werbepause. Da darf ruhig mal geklatscht werden. Ist doch schon Wahnsinn, was man alles so für einen Huni macht, wa? Hier, das beste Team, ne? Leute, wisst ihr Bescheid? Alt-Landsberg Lions, yeah! So, jetzt krieg ich aber wirklich den Fuffi. Zeig mir deine Karre! Kurz vor Feierabend haben wir noch ein paar Kollegen getroffen, teilweise aus Ludwigsfelde. Ihr seid das Team Rangsdorf, ist das richtig? Genau. Wunderbar. Und wir haben hier wen? Ricardo Gerlach. Und? Mike Ziehut. Markus Balkowski. Roland Jung. Fabian Zimmermann. Timo Lück. Wunderbar. Sagt mal, Jungs, wie lief das Wochenende für euch? Ja, ich bin auf Platz 3 vom Wochenende. Ich bin Platz 6 vom Wochenende. Ich weiß es noch nicht. Ich hatte aber nur Ausfälle und Motorschaden. Aber eine Menge Spaß gehabt, ja? Bei dir? Ich war jetzt Schrauber bei. Okay, der Mechaniker ganz wichtig. Und du? Ja, ich hatte auch 3 Ausfälle, aber Platz weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ist eben so, war beim Stocker. Jetzt zählen sie mal zusammen. Bei dir? Ich war auch nur so als Schrauber dabei. Quasi. 2 Mechaniker, 4 Fahrer sozusagen. Was ist das Geile am Stockcar-Fahren? So mal kurz erklärt. Man kann schön draufhalten und halbwegs fahren, wie man will eigentlich. Ich sag mal, weil man kann sich austoben, man hat Spaß, man kann schnell fahren. Wann hast du angefangen, Stocker zu fahren? 2008. Und wie war das erste Mal? Aufregend. Also, kannst du dich noch dran erinnern? Ja, auf jeden Fall. Das war ein anderer Bug gewesen. Am ersten Start, das Bein hat so gezittert. Aber wo dann die Ampel grün wurde, war alles in Ordnung, wunderbar. Und da hieß es nur Feuer und los. Geiles Gefühl, würdest du jedem empfehlen, ja? Auf jeden Fall, ja. Allgemein, Anfänger, Stocker-Anfänger, was sollte man denen mit auf den Weg geben? Wer hat da ein paar Tipps? Puh, ja. Gute Frage, das ist eine gute Frage. Ja, keine Ahnung. Was haben wir dir denn erzählt, Fabi? Ja. Ja, was haben die Jungs dir erzählt, als du angefangen hast? Ja, wenn ich im Wall bin, erstmal gleich versuchen, selber rauszubekommen. Ansonsten, wenn ich feststecke, stecke ich fest, sonst mache ich noch irgendwas kaputt. Und ansonsten Spaß haben. Einfach Spaß haben. Bist du stecken geblieben im Wall? Ja. Und bist du rausgekommen? Ja, auch. Habe erst dieses Jahr
Im Juni habe ich hier angefangen, bin ich das erste Mal gefahren. Und da habe ich den fünften gemacht. Das beste Erlebnis, was ihr jemals hattet beim Stockcar-Rennen, wen fällt was ein? Wenn wir wieder auf der Strecke sind, dann schießen wir uns manchmal auf gegenseitig ab. Ja. Kann schon mal passieren im Eifer des Gefechts. Aber ihr sitzt noch nebeneinander, ihr bleibt Freunde? Ja, immer. Also wenn denn... Das ist schon ein paar Mal vorgekommen. Ja, dann ist okay. Das ist eigentlich auch die Idee dahinter, war, hier zusammenzukommen und auf der Strecke mal ein bisschen Remi-Demi und dann abends ein bisschen Party. Habt ihr gefeiert hier gestern? Ja, haben wir. Bis wie viel Uhr? 2:30. Findet man Team Rangsdorf auch irgendwo im Internet, Social Media? Wir haben eigentlich eine Stocker-Seite, ja. Die heißt dann wie? Stocker-Team Rangsdorf bei Facebook, ja. Gut, auch mal liken, Stocker-Team Rangsdorf. Dann wünsche ich euch noch eine erfolgreiche Restsaison. War es das letzte Rennen für euch, oder? Dann sag ich mal so, sehen wir uns im nächsten Jahr. Ja. Bleibt gesund und munter und grüßt mir Ludwigsfelde und Rangsdorf natürlich. Wir sind raus. Zeig mir deine Karre!